so geil, weil immer wenn ich auf diese Bühne komme, habe ich voll die steifen Nippel. Aber es ist einfach so kalt da hinten. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch einfach immer super gerne hier. Also Nightmosh ist einfach immer so, wo ich sage, ja, auch ihr seid echt sweet und so mein Publikum und es ist meine Stadt, Köln. Ich bin so gerne hier, ist wirklich sehr sentimental. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen hier in Köln, weil wir werden unterwandert von diesen pinken Fudora-Flamingos. Kennt ihr die? Ich wusste gar nicht, dass so viele Leute so faul sind, bis es diesen Lieferdienst gab. Und ich bestelle da auch manchmal. Aber nicht, wenn ich Hunger habe, sondern wenn das Wetter schlecht ist. Weil ich mich so ein bisschen an denen rächen will, ehrlich gesagt. Weil es gibt so zwei komische Sachen bei Fudora, ne? Die heizen immer ohne Verluste durch die Stadt und trotzdem kommt das Essen immer lauwarm an. Und zweitens, jetzt überlegt mal. Jahrelang wurden in den deutschen Innenstädten immer ganz viele Fahrräder geklaut. Und auf einmal kommt so ein Lieferdienst und stattet seine Leute mit so Fahrrädern aus. Ehrlich gesagt bestelle ich da nur noch, um zu gucken, ob der Flamingo mit meinem Fahrrad kommt. Aber wenn wir schon bei pinken Sachen sind, ich reg noch mehr pinke Sachen auf. Die pinke Drachenfrucht. Kennt ihr die? Ja. Das ist so ein bisschen die Spielerfrau des Obstregals. Die sieht verdammt gut aus. Aber da ist nichts drin. Nichts. Keine Inhaltsstoffe, keine Vitamine, kein Geschmack. Die ist furchtbar. Und diese pinke Drachenfrucht steht so ein bisschen für unsere Generation und für das, was wir so machen. Ne? Nach außen immer so voll, yeah, ne? Diese ganzen Insta-Girls und Snapchat-Boys und Tinderellas. Und nach außen immer so, oh, alles sweet, alles cool. Und aber wenn in Wirklichkeit so, wow, shit. Ne? Leute, mal ganz im Ernst, in Schwarz-Weiß sieht jeder gut aus. Außer Franck Ribéry vielleicht, aber der braucht das auch nicht. Und Jungs, jetzt mal unter uns, Online-Dating, ist das euer Ernst? Ist das wirklich euer Ernst? Ey, wenn du aus dem Rewe rausgehst, und Rewe ist gefährlich, wenn du aus dem Rewe rausgehst und du siehst so die Frau deiner Träume und du schaffst nicht, sie anzusprechen, dann geh zurück in den Rewe und hol dir Eier. Weil das, Leute, das, ja. Das ist ein bisschen, das ist so ein bisschen, was wir brauchen. Wir brauchen mal wieder ein bisschen mehr Eier, auch die Frauen. Ey, ohne Scheiß, wir sind so eine Pussy-Generation geworden, wo ich mich manchmal frage, was ist los mit den Leuten? So meine Generation, so diese Mid-20er, Generation Y und so. Und die Nachkommen sind auch nicht besser. Was sind das für Jugendliche, die ihre Eltern für ein paar Gigabyte Datenvolumen bei eBay versteigern? Ich meine, was soll denn danach kommen? Ich habe letztens das Pussy-Album von meiner Cousine, die ist 13. Und da stand da drin so, Rolf, 13, Hobbys, Instagram, YouPorn, Ballerspiele. Ich so, ey, mit 13 heißt man nicht Rolf. Mein Opa, danke schön, mein Opa hat dieses Pussy-Album in die Hand genommen, blättert das so durch. Sieht das bei Rolf, schüttelt mit dem Kopf und sagt nur so, pff, Ballerspiele. Wir haben damals noch auf echte Menschen geschossen. Okay, ich meine, so hat jede Generation so ein bisschen ihren Knacks, ne? Aber meine Großeltern, die haben noch Krieg miterlebt, das muss man sich mal geben. Die hatten richtig noch schwere Zeiten. Und in Kriegszeiten, habe ich gelesen, gibt es 90% weniger Depressionen als in Friedenszeiten. Und das ist doch verrückt, oder? Obwohl alles scheiße ist, dein Haus ist kaputt, du hast nichts zu fressen und es gibt weniger Depressionen. Ich glaube, das Ding ist, wenn die Alliierten in dein Haus kommen und sie sagen so, ey, du musst hier raus, hier fliegt gleich alles in die Luft, kannst du auch nicht sagen. Ich habe echt schlecht geschlafen letzte Nacht. Ich habe schon die ganze Woche Kopfweh. Da bist du weg. Puff, ja? Mein Vater hat in meinem Alter schon 3 Kinder, Leute. Ey, was würde ich mit 3 Kindern machen? Feiern gehen? Was wäre ich denn für ein Steinzeitmensch gewesen?
mit meiner Nussallergie und meinem Heuschnupfen Stufe 20. Stell dir vor, du gehst so auf die Jagd und die sagen so, wakabakaboom, was heißt irgendwie so, das sind die letzten Herden und wenn die weg sind, dann haben wir nichts mehr zu fressen und du gehst mit auf die Jagd so. Alle weg. Und du so, sorry. Birke. Hat jemand mein Nasenspray gesehen? Nee, aber ich glaube, da hat man mal ganz schnell deinen Kopf rollen sehen, ja? Man muss sich das mal überlegen. So, alle von unseren Vorfahren, ja, sind irgendwann mal furzen und rülpsen durch die Sümpfe gelaufen und haben ihren Nachbarn irgendwie die Läuse aus den Achseln genascht. Alle von unseren Vorfahren. So im wahrscheinlichsten Fall eure Vorfahren vor 10.000 Jahren, im peinlichsten Fall eure Eltern. Aber wir hatten früher mal so richtige Probleme, so Eiszeiten und Säbelzahntiger. Und über was machen wir uns heute Gedanken? Über was regen sich die Leute heute auf? Dass wenn ein Farbiger auf der Kinderschokoladenpackung ist, dass unsere Kultur dabei kaputt geht. Echt jetzt? Leute, es ist scheißegal, ob auf dieser Kinderschokolade ein Schwarzer, ein Weißer oder eine Blattschneiderameise drauf ist. Die Hauptsache ist, jeder von uns kriegt seine 5 Milchkammern. Leute, Verschwörungstheorien dann behaupten, habe ich gelesen, so, ja, aber der Ferrero, die sind vom IS unterwandert. Und ich so, okay. Leute, das glaube ich erst, wenn es die erste Ferrero-Moschee gibt. Oder die Moncharia. Also dann würde ich auch sagen, so, okay, müssen wir vielleicht nochmal checken irgendwie. Aber man muss lernen, sich wirklich auch mal wieder diese Chancen, die sowas, so Einwanderung und so, das ist kein leichtes Thema. Das muss man ganz ehrlich sagen. Einwanderung ist kein leichtes Thema. Als wir damals nach Polen eingewandert sind, fand das auch nicht jeder gut. Aber man muss auch mal wieder so ein bisschen die Chancen sehen. Ja, ich habe zum Beispiel überlegt, man könnte irgendwie so das erste voll verschleierte Fastfood-Restaurant anbieten, Burger King. Und da kann auch einfach jeder einfach schlemmen, ohne dass er dabei beobachtet wird. Und jetzt mal im Ernst, ey, wissen wir, dass unter diesen Burkas wirklich unterdrückte Frauen sind? Wissen wir das? Vielleicht sind auch einfach Moslem-Männer, die den ganzen Tag Mettbrötchen essen und sich denken so, nur verarscht. Wir müssen uns mal wieder ein bisschen mehr auf unsere Intuition verlassen, so was richtig und falsch ist, auf unser Bauchgefühl. Und damit meine ich nicht den Bierschiss von letztem Wochenende, sondern wirklich so, wo wir denken, was richtig und was falsch ist irgendwie. Also Tiere haben total die Intuition, also Tiere wissen, was gut für sie ist, außer Tauben vielleicht. Weil ich glaube nicht, dass Hot Buffalo Chicken Wings gut für eine Taube sind. Aber ich glaube, wenn du jeden Tag für eine matschige Pommes auf dem Fahrradweg dein Leben riskierst, hast du eh schon den Bezug zur Realität verloren. Aber manchmal wäre ich ganz gerne ein Tier, so was wärst du gern für ein Tier, so ganz spontan, was fällt dir ein? Löwe, Löwen sind cool irgendwie, Löwen sind Katzen, wusstet ihr, dass es kaum Experimente mit Katzen gibt, weil sie sich weigern, daran teilzunehmen? Das ist cool irgendwie, letztens habe ich das auch gefragt, hat eine Frau im Publikum gesagt, sie wäre gern ein Lachs. Ich so, okay, aber warum? Ich meine, gerade so ein weiblicher Lachs, das ist echt schwierig, ja, du hast in deinem Leben einmal Sex. Du musst vorher so 5000 Kilometer bergauf schwimmen, das ist super anstrengend, du frisst nichts mehr, du bist völlig fertig, du kommst da oben an, das Letzte, was du machst, ist mit deinem Schwanz so eine Kuhle da reingraben, legst deine Eier da rein, währenddessen wichsen 20 männliche Lachse auf dich drauf, du legst so da unten mit deiner letzten Kraft so, oh shit, oh ich hab's im Auge, scheiße, ich hab's im Auge, das ist nicht geil. Echt, ey, be careful what you wish for. Ja, aber das Beste hier, meiner Meinung nach, sind immer noch Giraffen, weil ich habe festgestellt, dass 50% aller Giraffenmännchen homosexuell sind. Und deswegen heißen die auch Giraffen. Und wenn ihr euch die mal genauer anschaut, dann müsst euch auffallen, dass Giraffen schon ziemlich schwul sind, weil wisst ihr, wie Giraffen laufen? So. Und wie die trinken? So. Und am besten ist, wie sie mit ihrer 20 cm langen blauen Zunge diese Akazienbäume abzwingen. Das ist so.
köstlich, dieser Salat. Und kaum Kalorien. Oh, ich nehme noch mal einen Schluck. Sag mal, hast du schon gehört? Da drüben ist was Leckeres Neues. Nee, wo denn? Na da. Oh, lass da lieber die Finger von. Da wirst du nur verarscht. Warum? Das ist eine pinke Drachenfrucht. Dankeschön, Nightwatch.